Salzburg hat viel Schönes zu bieten. Berge, einen barocken Stadtkern, eine stolze mittelalterliche Festung. Dazu eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Österreichs, die Getreidegasse. Touristenführerin Ines gibt euch ein paar Tipps, wo sich die Salzburger gern aufhalten. Zum Beispiel im Café Klassik. Das ist jetzt mein favoriter Kakao hier. Im Mozarts Wohnhaus gibt es unten das Café Klassik. Und das wissen viele gar nicht. Das ist so ein Platz, wo die Salzburger ganz gern hingehen, ich auch. In der ersten Etage des Wohnhauses stehen die musealen Kostbarkeiten. Die Tasten anschlagen darf man nur mit Sondererlaubnis. Das ist jetzt das alte Hammerklavier der Familie Mozart. Wolfgang hat selber auch drauf gespielt. Die Steingasse. Sie ist Touristen weitgehend unbekannt. Dabei gehört sie zum ältesten Teil Salzburgs. Die ersten Häuser entstanden hier bereits im 11. Jahrhundert. Diese markante Einkerbung ist jedoch wesentlich jünger. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als die Amerikaner hier in Salzburg waren. Und die GIs, die jungen Soldaten, haben versucht, in diese Gasse mit so einer Art Kleinpanzer, Kleinlasser reinzufahren, weil da hinten waren interessante Damen und sie hatten leider schon ein paar Bierchen getrunken und sind dann festgefahren natürlich und man hat sie nach hinten wieder rausziehen müssen. Und die Salzburger haben das so witzig gefunden, dass sie diese Spur einfach gelassen haben. Die Salzburger erfreuen sich nicht nur an ihrer Geschichte. Zunächst als Bauwerk umstritten, zieht das Museum der Moderne seit 2004 jährlich tausende Besucher an. Erstens ist die Lage natürlich fantastisch. Hier oben, man schaut über die Stadt. Und dann ist es wahnsinnig wichtig für mein Gefühl, dass wir außer dieses barocke, alte, traditionelle, auch neue Dinge haben. Und das Museum ist natürlich genau der Platz dafür. Im Restaurant M32 im Museumsgebäude könnt ihr dann den Tag in Salzburg entspannt ausklingen lassen.